dann haben wir schon mal die Zeit, so miteinander und dann einkaufen zu gehen, ja, was zu trinken. Das ist echt richtig schön. Cool. Was kochen. Ja. Gute Menschen kennenlernen. Müssen wir eigentlich heute eine Party machen? Ja. Die Freunde und Köche Björn Freitag und Frank Buchholz starten eine außergewöhnliche Schlemmerreise durch den Westen. Auf dem Hausboot von Heinz-Dieter Fröse steuern sie in den nächsten Wochen die Häfen zwischen Dorsten und Rheine an. An Land besuchen sie Menschen, die für gute Lebensmittel alles geben. Mit den Zutaten aus der Region wird dann an Bord einfach und lecker gekocht. Hier im Ruhrgebiet sind beide Köche aufgewachsen. Björn in Dorsten an der Lippe und Frank in Waltrop am Dortmund-Ems-Kanal. Auf ihrer kulinarischen Reise wollen sie ihre Heimat neu entdecken. Ja, Frank ist natürlich ein optimaler Reisepartner für mich, weil was ich an Frank so schätze, ist, der ist null zickig. Wir verstehen uns blind. Vor mehr als 20 Jahren haben sie sich bei der Arbeit kennengelernt und sind seitdem enge Freunde. Für unsere Freundschaft, glaube ich, macht das eine Menge aus, dass wir quasi in der Nachbarschaft groß geworden sind. Und das ist auch so eine Bauchnummer, auch wenn man sich so über die Jahre nicht so häufig sehen kann, weil man viel zu tun hat. Das ist einfach so, ich mache ein Feuerzeug an und die Flamme ist wieder da. Und genauso ist das, wenn wir uns treffen. Also erster Hafen hier ist jetzt Marina Flasheim. Von hier aus starten wir jetzt. Haltern ist hier. Das in der ist so Haltern, Halterner See, Hohe Mark, Naturschutzgebiet hier, ne? Schon ganz nett. Du kennst dich aber auch echt zu Hause aus. Das ist meine Heimat hier, ja. Aber sag mal, ich habe jetzt auch langsam Kohle. Ja. Wo gibt's denn was zu futtern? Also ich weiß, dass hier so eine ganz tolle, Viecher rumrennen hier in der Gegend. Da kann ich gleich mal mit dem Fahrrad hinfahren. Mehr verrate ich noch nicht. Es wird mega Fleisch geben. Wenn du weißt, wo das gute Fleisch herkommt, ne, da braucht man ja eigentlich immer eine gute Beilage dazu. Ja. Ne? Da ist so eine Pilzzucht und zwar alles Bio. Lecker. Dann dazu vielleicht noch ein bisschen Käse. Ne? Aber lass dich überraschen. Ja, okay. So, komm, dann gehen wir runter, oder? Ja. Die erste Station, Haltern-Flasheim. Von hier aus starten sie heute ihren Beutezug fürs Abendessen an Bord. Björn, wo bist du denn? Hast dich hingelegt? Hier. Gib mir die Hand. Ja, guck, Schiff liegt sauber. Hey. Alles klar. Gut, Jungs. Danke, klasse. Kapitän. Super. Super, was machen wir jetzt? Ja, Manöverschluck, ne? Klar. Manöverschluck, alles klar. Er kommt. Wenn ich mir alleine die Umgebung hier ansehe, das Leben in der Natur, die Freiheit, die man auf dem Wasser hat, das sind einfach Dinge, das hat man in keiner anderen Umgebung. Ah, herrlich hier oben. Wunderbar, ne? Ja. Das ist obligatorisch, wenn man am Hafen gut angekommen ist. Wir haben ein schönes Anlegemanöver gefahren. Ja. Ich bin sehr gefreut, die beiden Matrosen waren wunderbar in der Arbeit. Dankeschön. So, komm, Frank, kleine Radtour machen jetzt. Tschüss, Heinz-Dieter, ne? Ja, tschüss, ihr beiden. Dann besorgt mal was Ordentliches. Da kannst du dich drauf verlassen. Ciao. Alles Gute. Die beiden Freunde haben vor, in einem Umkreis von 15 Kilometern alles zu finden, was sie für ein gutes Essen brauchen. Selbst gezüchtet, selbst gepflanzt, selbst gemacht. Ja, Frank, dann holst du jetzt die Pilze, ne? Spaß, ciao. Jan. Also mein Vorteil ist natürlich, dass ich mich hier in der Gegend jetzt speziell sehr gut auskenne. Und da hört man ja schon mal über den einen oder anderen Erzeuger, den man aber auch aus Zeitgründen vielleicht noch nie kennengelernt hat. Ja, und deshalb freue ich mich jetzt da mal wirklich entspannt hinzufahren und auch mal so ein bisschen was über die Produkte zu lernen. Station 1 für Björn, die Stiftung Vogelsang, die sich für Naturschutz einsetzt. In den Lippeauen haben sie französische Urrinder angesiedelt. Hier leben die Rinder wild und frei. Ja.
Frederik Lehmkuhl betreut das Renaturierungsprojekt für die Stiftung. Wild und frei heißt das ganze Jahr draußen. Die haben viel, viel Freifläche. Die haben aber bei uns rund 300 Hektar Schutzwald. Die haben keinen Stall, keinen Unterstand. Ja. Komm mal her. Komm her. Vielleicht frisst der gerne hier mal so ein bisschen Bärlauch. Ah, nee, das ist kein Bärlauch. Das ist auch Bärlauch so. Haben wir hier, glaube ich, auf der Fläche nicht stehen. So, komm mal her. Nee, ist nicht das Richtige. Ja, schade. Der Björn, das kriegst du, glaube ich, bei uns Menschen kriegst du es besser hin, die auf den Tisch zu locken. Ne? Die Rinderrasse stammt aus der französischen Region Aubrac und ist besonders robust und widerstandsfähig. Warum heißen die auch Urrinder? Ja, Urrinder, weil sie so ein bisschen das Ursprüngliche wiedergeben sollen. Also, ne, also da geht es ja um das Produkt, um das Fleisch. Und da wollen wir so ein bisschen zurück zum Ursprünglichen. Also die werden auch gegessen? Die werden auch gegessen. Deshalb bin ich heute hier. Dafür sind sie nicht ursprünglich angeschafft worden. Also es hat ja schon diesen Naturschutzzweck. Ja. Die sorgen halt schön dafür, dass diese Landschaft hier an der Lippe nicht verbuscht halt. Ne? Also dass nicht zuwächst, es soll so eine halboffene Weidelandschaft entstehen. Ich finde alles, was der Natur zurückgeführt wird, finde ich toll. Grundsätzlich auch, dass sich da Menschen wirklich drum kümmern. Und dass es so in den ursprünglichen Zustand wieder zurückgebracht wird, ist natürlich eine Riesensache. Für Björn geht es weiter zur Metzgerei, die das Fleisch der Aubrac-Rinder verarbeitet. Franks erstes Ziel, ein ganz besonderer Biobauernhof in Lippramsdorf. Knapp 7 Kilometer entfernt vom Ankerplatz. Ich bin Stefanie Schmöning. Wir produzieren hier Speisepilze, Edelpilzsorten wie zum Beispiel Shiitake-Pilze, Kräuterseitlinge und Austernpilze. Wir sind ursprünglich ein ganz normaler landwirtschaftlicher Betrieb gewesen mit einer Schweinemast und auch mit Milchvieh und haben dann einfach eine Nische gesucht, wie wir halt unseren Betrieb erweitern konnten, um halt auch ein größeres Angebot bringen zu können. Ich habe ja schon viel von dir gehört, Steffi. Ich zeige dir am besten erstmal direkt hier bei uns in der Halle die Substrate, womit es überhaupt anfängt. Substrate? Ja. Was bedeutet das? Substrate sind praktisch der Nährboden für die Pilze. Ah. Und hier, ich sag mal, du bist ja Koch, du kennst das ja. Ja, aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber du kennst zumindest die Pilzsorte. Kräuterseitlinge. Richtig. Oh, die sind ja schon fast fertig, ne? Genau, die wären erntereif. Und wie lange brauchen die, bis die in der Größe sind? Die brauchen bis zu 3 Wochen. Bis zu 3 Wochen. Die Pilze wachsen ohne künstliche Zusätze auf Sägemehl. Warum sind denn eigentlich eure Pilze so besonders? Ja, zum einen ist es die Bioqualität, weil sowohl das Substrat ist biozertifiziert, als auch das, was wir natürlich als Aufzuchtbetrieb machen. Darf ich mal einen abschneiden? Aber sicher. Und weiter? Und das... Die Pilze halt gerade während des Wachstums nicht gewässert werden. Das macht die Qualität dann halt aus. Das ist eine Katastrophe, wenn die wässrig sind. Ne? Und die riechen so richtig nach Wald. Genau, das macht das Sägemehl unter anderem. Weil das ist ja wie Holz, wie Wald, wie in der Natur halt auch. Schön. Neben Kräuterseitlingen züchten die Schmönings auch Austernpilze. Die Qualität sieht man ja direkt und der Pilz war schön fest, auch der Geruch des Pilzes. Das sind so immer die Merkmale, wo ich drauf achte und dann natürlich auch, mit wie viel Liebe diese Pilze großgezogen werden. Nehmen wir am besten von der Staude hier vorne. Den habe ich auch gesehen. Du würdest auch den Rhabarber wirklich mit den Pilzen kombinieren? Ja, ja, klar. Weil ganz wichtig ist auch Fruchtsäure. So ein Essen darf nicht nur würzig sein, es muss süß sein, sauer und dadurch ist es lecker und dann ist es bekömmlicher und vor allen Dingen, man kann auch viel mehr davon essen. Das ist auch wichtig. Und das reicht mir auch schon. Diese sauren Töne, das gehört zum Essen dazu. Und gerade Fruchtsäuren,
das ist echt was Schönes. Und das hat was mit der Kindheit zu tun. Deswegen reagiere ich sofort immer, wenn ich irgendwo Rhabarber oder Erdbeeren sehe. Und da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Das musste ich einfach mitnehmen. Nächste Station für Björn, der Hof der Familie Hauwe. Hier wird das Urrind aus den Lippeauen verarbeitet. Ja, mein Name ist Kerstin Hauwe. Ich bin jetzt 37 Jahre alt und ich bin Fleischermeisterin. Kerstin, die Urrinder habe ich ja jetzt gerade auf der Weide gesehen. Ist das jetzt so ein Viech hier? Ja, das ist eins von den Urbis. Genau, das ist ein Aubrac-Rind. Das ist ein Rind aus der französischen Region Aubrac. Ja. Das ist natürlich ein sehr robustes Rind. Wo ist das? Mitte Frankreich oder eher Süden oder weißt du gar nicht? Ja. Mitte Frankreich. Mitte Frankreich. Oh, ja. Soll ich ein Messer nehmen? Ne? Ja, ich würde oder das erst fang mal du erstmal an. Genau. Fang du erstmal an. Ich nicht ganz so viel kaputt schneiden, das wäre erstmal was Schönes. Ja. Da muss man etwas vorsichtig sein und schon wissen, wo man schneidet, damit man nicht direkt in die anderen Fleischstücke reinschneidet. Aha. So wie jetzt hier. Schneiden das ist jetzt das klassische Zerlegen halt. Ganz ne? Genau. Warum bist du denn Metzgerin geworden? Also das ist ja nicht so der klassische Frauenberuf, ne? Oder? Nein, das ist nicht der klassische Frauenberuf, ja. Aber ich muss natürlich sagen, es ist einfach ein Beruf, der natürlich irgendwo Spaß macht. Ja, bei uns stand halt die Entscheidung an, wie geht's weiter mit dem landwirtschaftlichen Betrieb? Haben wir jemanden, der es weitermacht? Das war die Frage, die meine Eltern sich auch gestellt haben. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, den Hof aufrechtzuerhalten und die Ausbildung durchzuziehen. So, wir schneiden das jetzt hier schön gerade raus. Mhm. Und dann kannst du es da. Ja. So, ich schneide jetzt das teuerste und edelste Stück vom Rind hier raus. Und jedes Mal verschneiden, das sind dann immer gleich 5 Euro. Ganz genau. Ja. Einmal hier so durchtrennen. Ja, das sieht schon fast professionell aus, was du da machst. Auch nur fast, ja, ja. Ich verstehe schon. Jedes Gramm zählt. Oh. Oh. Okay, ich zahle das. Man merkt eigentlich schon am Schnitt, dass das Fleisch super zart ist. Ja. Das löst sich hier fast wie von alleine. Das stimmt allerdings. Jetzt kommst du mit dem Messer auf mich zu. Nein, 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 nein. Ja? Zack, so. Sehr schön, okay. Also du löst jetzt das Roastbeef aus, genau, oder? Wir lösen jetzt das Roastbeef aus. Oder sollen wir den Knochen dran lassen? Wir können auch den Knochen dran lassen, wenn du das lieber möchtest zu grillen. Ich überlege wirklich gerade, ob ich nicht einfach so ein ganzes Stück mitnehme. Ja. Einmal so durch, genau. Und dann ganz. Ja. Wunderbar. Super ist das, ja. So, Kerstin. So, okay, dann noch den Ochsenschwanz. Vielen Dank, ja. Ja. Sehr gerne. Gerne berichten, das wird bestimmt der Hammer. Okay. Ja, gerne, ich freue mich. Mitten im Naturpark Hohe Mark liegt Franks nächstes Ziel. Eine kleine Käsemanufaktur. Tag. Guten Tag. Hallo, ich bin der Frank. Ich habe gehört, hier gibt's Käse. Ja, ein bisschen Ziegenkäse. Ja, aber das sieht ja eher aus wie im Kindergarten hier, ne? Ja, hier Ziegenkindergarten. Ist hier ist der Kindergarten, genau. Das sind alles Dilemma, die dieses Jahr geboren sind und die dürfen jetzt hier liegen, fressen, trinken, was das Zeug ist. Wie alt sind die? Die sind jetzt so, ja, die Ältesten von Mitte Februar geboren hier in diesem Stall und die Jüngsten jetzt 2 Wochen. Ach, cool. Schon mit 8 Jahren hat Christoph Andres sein erstes Zicklein bekommen. Guck mal, die mögen mich auch. Ja, die hat meine Frau alle mit der Flasche großgezogen und deswegen sind die auch sehr handzahm. Also. Christophs Frau Angela arbeitet voll auf dem Hof mit. Ich liebe Ziegen auch wirklich. Es sind tolle Tiere, schlaue Tiere. Das ist so das Tier, wo ich wirklich sage, das ist lieb, handlich, das ist auch wunderschön. Hm? Was ist das? Hm? Ja?
fertig? Angela und Christoph haben sich während ihrer Ausbildung in einer Biomolkerei kennen und lieben gelernt. Ich hatte ja dann die ersten Käseversuche hier gemacht. Ich bin ja dann immer für den Alibi-Käse gekommen. Ne? Also da waren wir noch nicht zusammen, da haben wir aber trotzdem schon hier ein bisschen Käse gemacht. Und dann kam das halt so. Ja, die kleinen Laibe sind... Ja, ich weiß, du magst die kleinen Laibe nicht so gerne. Ich mag die kleinen Laibe ganz gerne, er mag lieber die größeren. Das sind ein bisschen handliche. Aufwendig, ne? Du hast einfach zu große Hände. Ah. Frauenkäse, ne? Ja, das ist Frauenkäse, das stimmt. Ja, das sind richtige Laibe, ne? Da kann man mitarbeiten. Seit 2006 betreiben die beiden auf ihrem Hof ihre eigene kleine Ziegenkäserei. Ich brauche jetzt aber von dir auch so eine kleine Empfehlung, was du als besten Käse, den du produzierst, empfindest. Also mein persönlicher Lieblingskäse ist halt was Würziges, ohne Kräuter, ein bisschen mittelalt. Was ist denn mittelalt, wenn ich mal fragen darf? Das ist ein gereifter Ziegenkäse, der wenigstens seine so 4 Monate halt gereift ist. Ne? Der schmeckt aber sehr lecker. Ja, ne? Du, da hast du mich überzeugt. Den nehme ich. Ja, den nehme ich. Und ich nehme auch garantiert noch so eine Flasche mit hier, weil das ist ja der Hammer. Ne? Dazu noch ein wenig Brie aus Ziegenmilch und einen Käse mit Boxhornklee. Man spürt eine Leidenschaft und ich glaube, so wie die das machen und die Qualität, das kann nur Leidenschaft sein. Also wenn ich jetzt den Preis nenne von 30 Euro für diese ganzen Sachen, hätte ich schon alleine nur für den Eierlikör bezahlt. Also das finde ich mehr als fair, weil die Preise in Deutschland, die sind definitiv für Lebensmittel aus meiner Sicht viel zu günstig. Schau mal. Hi. Ja, hi. So, pass auf. Du hast ja was Leckeres mitgebracht. Oh, ja, ja. Ach, guck mal, alles Fleisch. Oh, 3 Kilo wunderbar. Fleisch für uns. Ja. Meinst du, das reicht? Vorsicht, das Fleisch nicht zu den Fischen. Genau. So, wunderbar. So, wie ich sehe, ist der Frank noch nicht da. Ne? Nee, der ist noch nicht da. Der wird wohl gleich kommen. Ja, komm, packen wir schon mal aus drin. Hallo. Ach, der Frank. Ach, nein. Keiner da? Schlaft ihr schon? Rhabarber. Was hast du denn für ein Fleisch gekriegt? Das ist ein Obrak-Rind. Also so ein Urrind, Urbeef nennen die das. Mhm. Da habe ich auch noch so schön den Knochen dran gelassen. Boah, sieht hier. Das geil aus. Ha? Oder? So was hast ganz, du noch gar nicht gesehen, ne, du Seefahrer. Das ist ja was. Ganz kurzfaseriges Fleisch, ganz mürbe. Guck mal, hier habe ich noch Ochsenschwänze. Das ist ja niedlich. Bisschen Sud noch. Ne? So, was hast du? Das war's? Ja, das war's, ja. Wie? Ich, ja, ich war nicht nur beim Metzger, sondern ich habe mir auch noch die Viecher auf der Weide angeguckt. Rhabarber geerntet. Ja. So, dann habe ich Pilze, ne? Shiitake, Austernpilze, Kräuterseitlinge, also frischer geht gar nicht, wie wir das geerntet haben. Oh. Ach, und Käse hast du auch noch gekauft. Ziegenkäse habe ich noch gekauft, als Pecorino, als Brie. Und damit wir auch noch was zu begießen haben, haben wir Eierlikör von der Ziege. Von der Ziege? Ja, ja. Ich habe schon mal welchen vom Straußenei gemacht, aber Ziege habe ich noch nicht gehört. Ziegenmilch, Eierlikör. Aber schmeckt der so richtig nach Stall jetzt, oder? Du, ich habe ihn noch gar nicht probiert. So, deswegen, der Kapitän hat die Ehre, den ersten Schluck zu nehmen. Ne? Wenn er überlebt, dann trinken wir mit. Ehrlich? Genau. Aber schmeckt ihr da als Ziege raus? Eigentlich eher Likör. Aber ich muss auch sagen, der Käse ist auch relativ mild. Mhm. Dann haben die keinen Bock im Stall gehabt. Weil wenn kein Bock im Stall ist, dann riechen die Weibchen. Riecht das weniger. Die riechen dann nicht, ja. Der Beutezug hat sich gelohnt. Alle Einkäufe werden jetzt an Bord verarbeitet. So, die rösten wir jetzt. Für einen guten Fond kann man eigentlich nichts Besseres haben als die Rinderschwanzknochen. Da
dieser Grill ja wie ein Backofen ist, haben wir eine Rundumhitze und vor allen Dingen eine feuchte Hitze, weil die Holzkohle, genauso wie Gas, sie trocknet das Fleisch und die Knochen nicht aus. Wir haben jetzt in aller Ruhe gegrillt. Oh, bist schon fertig mit dem Wurzelgemüse? Ja, fast. Das freut mich total, mal wieder so privat mit Frank zu kochen. Also nicht, wenn da 100 hungrige Augen vor einem stehen. Weil der Frank ist auch irgendwo Mentor von mir immer gewesen. Und deshalb freue ich mich da sehr drauf. Ich muss dich jetzt so ein bisschen rügen. Also ich bin ja kein Pilzexperte, ne? Aber was ich hier gerade gesehen habe, bei den Shiitake, ne, da mache ich immer den Stiel ab, weil ich finde den immer so zäh, irgendwie den Stiel. Da hast du nicht Unrecht, aber die sind so frisch. Normalerweise muss ich die Pilze gar nicht putzen, weil die gerade geerntet worden sind. Ja. Das mache ich aus reiner Gewohnheit. Und manchmal hat man das so trockene Stellen dabei. Okay. Und das kennst du selber. Die schneide ich weg. Ja. Können die Knochen da oben eigentlich verbrennen oder ist das alles im Griff? Du, ich habe da Guck gar nichts. Guck dir einen Zieter mal danach. Ich habe da gar nichts im Griff, aber ich habe so ein Selbstvertrauen. Also, okay. Das ist auch ein bisschen Routine dann irgendwann. Und ich habe gerade Holzkohle nochmal nachgelegt. Der kann gar nicht die Temperatur haben, dass sie direkt verbrennen. Okay. Ein bisschen Röststoffe, ein bisschen Bitterstoffe sind heute. Ich weiß ja, das ist der Zucker des Alters. Ja. Aus Wacholder, Butter und Chili wird eine Marinade fürs Rindfleisch. So, ich hau jetzt schon mal die Wacholderbeeren rein. Willst du schon mal Chili da ein bisschen dazugeben? Mach ich. Boah, das ist ein Aroma, ne? Irre. Dazu kommt noch der Frühlingshonig und Barbecue-Soße. Also darf ich auch mal Kritik äußern? Ja, das finde ich jetzt echt komisch. Ne? Ja, aber das muss ja nur hinterher aufgepinselt werden. Wir essen ja diese Barbecue-Soße nicht. Probier mal. Mm. Ist jetzt auch noch kein Salz, nix, ne? Du Arsch. Schmeckt wahrscheinlich nicht. Ne? Sieht schlechter aus, als es schmeckt. Ja? Ja. Du machst schon deinen Käse da jetzt? Ich mach meinen Kompott hier von meinem Rhabarber. Ach so, okay. Der klein gewürfelte Rhabarber wird mit Honig, Vanille und Rosmarin angeschwitzt und mit Weißwein abgelöscht. Anschließend kommen Nüsse hinzu. Wo ist denn der Kapitän eigentlich? Der pennt, glaube ich, gerade. Aber den verdonnern wir nachher für die Marinade. Leute, da oben eure Knochen, die räuchern ganz stark. Ja, wie? Was heißt stark? Schauen? Also müssen wir die jetzt holen? Nee. Ich vermute das fast. Aber kannst du nicht mal gucken nach den Knochen? Wenn die goldgelb sind, wie so ein richtiges leckeres Hähnchen. Schön goldgelb, okay. Ja, dann bringst du die mit. Nimm mal so eine Schüssel mit, sonst ist das schwierig zu tragen. Oh. Ja, goldgelb war schon mal, ne? Wir drehen das mal so, dass es nicht mehr auffällt. So, Leute. Oh, endlich die Knochen. Goldgelb war ja mal früher, ne? Na, perfekt. Super. Richtig schöne, geröstete Knochen. Und die riechen auch so gut. Ja, die haben gut gemacht. Das war schon nicht schlecht. Kannst du schon mal Wasser drauf machen? Aber nicht hier aus dem Kanal, sondern nimmst du schon aus der Spüle in das Wasser. Ne? Ja, gut, okay. Kalt oder warm? Kalt ruhig. Das ist wie bei einer guten Bouillon, das muss immer langsam angesetzt werden. Also das darf nicht jetzt mit heißem Wasser aufgefüllt werden. Langsam laufen lassen, das Wasser? Nee, schnell laufen, also aber kalt. Alles klar, okay. So, guck mal, die Vanille, die kann man auch noch mal auskochen für einen Tee oder so. Das sieht schon lecker. Eigentlich sieht echt lecker aus. Eigentlich können wir so schon essen. Ne? Ja. Oder das Fleisch heute mal ganz weglassen? Nee. So. Strudelteig mit Ziegenkäse à la Buchholz. Hier kocht die Soße. Wir mauen das Fleisch oben drauf. Ne? Also ich lege das erstmal jetzt auf die Fettseite. So. Und jetzt will ich, dass da schön die Flammen schlagen. Sieht aber lecker aus. So, die Marinade lässt man ja jetzt so eintrocknen, ne? Ja. Dann
haut man immer mal wieder was drauf, ne? Genau. Die Söschen kochen wir noch ein bisschen ein jetzt. Voll bitter. Lass den Dieter mal probieren, der sagt, die Soße ist süß. Was ist das hier, Salz oder Zucker? Salz-Zucker-Mischung ist das, kenne ich auch noch nicht. Oh. Geil, voll oder? Bitter. Oh, Mann. Voll bitter. Also ich bleib bei Rotwein. Ja, oben hier nicht auf die Knochen aufgepasst. Und jetzt mir den schwarzen Peter hier zuschieben. Das ist auch so ein bisschen mein Fehler, da kann der Dieter gar nicht so viel dafür. Das Problem ist ja einmal bitter, immer bitter. Da ja, kannst du jetzt noch so ich viel. Ich finde die überhaupt gar nicht so bitter. Nein, es geht auch nicht so. Die ist bitter wie Campari. Ich finde die versalzt. Und ich hasse Campari. Wenn Björn jetzt denkt, die Soße wäre ein bisschen zu bitter, ich sehe das, muss ich wirklich sagen, das hat aber auch ein bisschen was mit der Reife zu tun. Ein wenig anders, weil bitter ist das Süß im Alter. Da kommt Björn noch hin und man muss das auch gesamtheitlich sehen, das Ganze. Das Motto ist einfach Spaß haben und nicht stressen in der Küche, sondern wirklich einfach das machen, was einem so gerade in den Sinn kommt, wo man Bock drauf hat und ja, was natürlich trotzdem lecker ist. So, da haben wir das Fleisch schon mal. Das sieht lecker aus, das Urviech, ne? Das ist, glaube ich, echt mega. Boah. Hier hast du erstmal. Ah. So ein ganzes Ding jetzt? Ja, klar. Danke. So, guten Appetit jetzt. Also, ich finde, der Käse schmeckt wirklich richtig gut. Ne? Der Rhabarber bringt da so eine Leichtigkeit mit rein. So eine Frische. Finde ich super. Der Käse schmeckt mir am besten. Wirklich in der Zusammenstellung, der Rhabarber, die Nüsse da drin und der Käse ist einfach fantastisch. Wenn ich dann noch mal die Soße ansprechen darf, ne? Also dieses Bittere, das habe ich gar nicht mehr. Nee, also nee. Ich finde immer noch ein bisschen. Mhm. Ich bin der Meinung, es wäre noch optimaler gewesen von der Soße, wenn wir die Knochen 5 Minuten eher vom Grill genommen hätten. Da will ich dir nicht widersprechen. Also mein Highlight, das fällt mir echt schwer zu sagen, ich möchte mich jetzt für eine Komponente entscheiden, aber das ist einfach ein Gefühl, das ist ein Gen, da würde ich sagen, das Fleisch. Wunderbar. Auf ein gelungenes Essen und auf viele zukünftige gelungene Anlegemanöver. Ich hoffe, Ihnen hat unser Video gefallen. Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare. Hier sind direkt 2 weitere Videos für Sie. Und nicht vergessen, unseren Reisekanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Nur so erhalten Sie Nachrichten über noch weitere Videos. Weiter geht's.